Moin moin und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe keine Ahnung, wie genau ich die Anmoderation machen soll, vor allem seitdem ich nicht mehr mein Catchphrase nutzen kann, weil der Kanal anders heißt. Aber ja, langes Thema kurz gemacht. Heute, wenn ich das aufnehme, haben wir den 17. September 2023. Und das heißt, wenn dieses Video rauskommt, wird es der 19. sein. Der 19. September. Wie ich mir gerade nebenbei nochmal zum Sichergehen geöffnet habe. Im Jahr 2018 war der Tag, an dem zum ersten Mal eine Hörspielfolge auf meinem Kanal erschienen ist. Genau vor 5 Jahren habe ich zum ersten Mal ein Hörspiel veröffentlicht. Beziehungsweise logischerweise kein ganzes Hörspiel, sondern eine erste Folge. Und das ist eine ganze Weile. Und heute, ich habe keine Zeit, irgendein großes Special zu machen, sage ich ganz ehrlich. Aber ich will einfach im Prinzip ein bisschen mal daher reden. Bisschen über die Hörspiele, wie eigentlich die letzten Jahre so mit den ganzen Hörspielen waren. Und ein bisschen auch, was eben ansteht noch mit Hörspielen. Ich will einfach mal ein bisschen daher reden über Hörspiele. Ich denke, ich sage nicht zu viel, wenn ich die Rede damit beginne, dass ich sage, dass ich gerade sehe, dass die letzten Thumbnails auf meinem Kanal alle schief gegangen sind. Darum kümmere ich mich später. ne, jetzt mal im Ernst, ich sehe gerade erst, dass auf fast allen Thumbnails, die ich habe, für ein anderer Plotkrieg, aus irgendeinem Grund die falsche Version auf dem Titelbild ist, und zwar diejenige, wo die Zahl fehlt. Ich mache mir immer extra eine Version mit der Zahl dabei und die ist hier nirgends dabei gefühlt. Was ist denn das? Ihr seht, hochprofessionelles Video. Aber ja, 19.09.2018 habe ich, wie gesagt, mein erstes Hörspiel nach fast einem Jahr Planung und Schreiben rausgebracht. Vielleicht wissen das manche nicht, aber das erste Hörspiel, die Walross Edition 1, hatte wirklich ziemliche Probleme am Anfang. Ich habe die Geschichte geschrieben, als ich Team Himmel kennengelernt habe und habe das Ganze wirklich... Ich müsste das sogar noch irgendwo rumliegen haben. Wisst ihr was? Ich suche kurz. Dann nochmal irgendwann gucken. Einfach... aus Interesse. Aber ich habe die erste Walross-Edition mit Stift und Papier geschrieben. Was? Heutzutage könnte ich das nicht mehr. Ich bin nicht mehr so erfahren im Handschreiben, weil ich alles am PC mache. Ja. Als ich die dann geschrieben habe, war der erste Plan, wie vielleicht einige wissen, das Ganze wirklich als Hörspiel mit vielen Leuten zu machen. Und mit irgendwie 5 Leuten, die die Charaktere verteilt sprechen, das Ganze aufzustellen. Und wie längere Zuschauer vielleicht auch wissen, das Ganze hat absolut nicht geklappt, weil, ganz grob gesagt, ich persönlich habe die Geschichten extrem ernst genommen, alle Leute, die ich gefragt habe, nicht. Und dementsprechend war das Voicing dann eher irgendwie wie irgendeine komische Sitcom als wie ein tatsächliches Hörspiel. Und damit ich überhaupt mit den ganzen anderen Leuten das erstmal machen konnte, haben sie logischerweise den Skript gebraucht. Was heißt, ich habe die ganze Geschichte, die ich auf Papier niedergeschrieben habe, erst nochmal abtippen müssen, weil meine Handschrift hätte keiner lesen können. Und letztlich, bis ich mich dann entschieden habe, okay, ich werde das Ganze jetzt alleine aufnehmen, alleine das ganze Projekt durchziehen, das hat
bestimmt ein Jahr gedauert, wenn nicht mehr. Und dementsprechend, ich glaube sogar, wenn man von dem Punkt an zählt, wo ich die erste Seite per Hand geschrieben habe, waren es 1,5 Jahre oder so. Aber irgendwann habe ich dann, auch wenn ich mir echt unsicher war, ob ich das machen sollte, irgendwann habe ich dann tatsächlich eine Folge veröffentlicht. Ein Abenteuer in einer anderen Welt. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Folge 1. Und ja, ich war mir damals wirklich nicht sicher, ob ich das überhaupt machen soll, ob irgendjemand sich interessieren würde für das Zeug und ob das nicht eher peinlich ist, sowas überhaupt hochzuladen. War eine gute Entscheidung, das hochzuladen. Ich meine, selbst wenn man nur nach Statistiken gehen würde. Mein Kanal ist seitdem, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Abonnenten ich damals hatte. Ich kann mal kurz gucken. Ich hatte auf jeden Fall irgendwann ein 50-Abonnenten-Special. Ich guck mal, wann das im Zeitvergleich war. Ja, okay, das war eine ganze Weile vorher tatsächlich. Egal, auf jeden Fall war mein Kanal damals deutlich kleiner. Nicht wundern, wenn ich ein bisschen langsamer rede. Ich bin gerade auch wirklich dabei, noch ein bisschen zu recherchieren, sag ich mal. Wo ist Abo-Status? Wie viele Leute haben... Ich find's gerade nicht. Ich muss mich mal irgendwann mehr auseinandersetzen mit dem ganzen Zeug. Ah doch, warte. Hier ist was von Abonnenten. Obwohl, nee, das sind Videos, wie die Leute draufgeklickt haben. Egal. Auf jeden Fall, mein Kanal ist enorm gewachsen seitdem. Ist von einem Let's Play-Kanal, wie man sieht, ja auch einfach zu einem Hörspiel-Kanal geworden. Und ja, ich kann auch einfach mal vorlesen, was so meine meistgeklickten Videos sind. In der Reihenfolge vom meistgeklickten runter. Mein bis heute meistgeklicktes Video, ich glaube sogar immer noch auf beiden meiner Kanäle zusammen, obwohl mein anderer Kanal ja kurze Videos, die man in jeder Sprache gucken kann, die ich glaube trotzdem, dass die Walross Edition 1 als gesamtes Hörspiel mit 37.400 Aufrufen mehr hat als alles, was mein Zweitkanal zu bieten hat. Dann haben wir das gesamte Hörspiel der dritten Walross Edition mit 32 Aufrufen auf dem zweiten Platz. Dann haben wir das gesamte Hörspiel der vierten Walross Edition mit 21.000 Aufrufen auf dem vierten Platz, dritten Platz. Auf dem vierten haben wir dann das komplette Hörspiel der Walross Edition, aber dumm. Platz 5 ist das komplette Hörspiel der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 5. Platz 6 ist das Gesamthörspiel der Walross Edition 2. Platz 7 ist das Gesamthörspiel von Never Alone. Warte, was? Platz 7 ist das Gesamthörspiel von Never Alone? Oh Gott, Digga, ich muss echt irgendwann mal den Nachfolger machen, oder? Für die, die es nicht wissen, Never Alone war ja ursprünglich eine Geschichte, die ich auf Englisch geschrieben habe und es gibt schon seit Ewigkeiten einen Nachfolger auf Englisch. Ich habe den nur nie auf Deutsch gemacht. Und auf Platz 8 haben wir dann auch die 6. Walross-Edition als gesamtes Hörspiel. Also in meinen Top 8 Videos sind alle 6 originalen Walross-Editionen als gesamtes plus eine Walross-Edition in Dumm und ein anderes Hörspiel. Und wisst ihr, was danach kommt? Walross Edition 2, aber dumm. Danach eine Walross Edition Spezialepisode.
Genauer gesagt, Retterteam Feuerblüten, die allererste. Danach, Spezialepisode Darkreis Chroniken. Danach, Spezialepisode Solange du bei mir bist. Es hört nicht auf. Danach, Valros Edition 3 Abaddon. Und erst danach kommt zum allerersten Mal ein Video, das nicht... Okay, die Spezialepisoden kann man sich streiten. Irgendwo sind die gesamte Hörspiele für mich. Und wisst ihr, was dieses eine Video dann ist? Genau. Trotzdem ein Hörspiel. Die erste Folge von Plotkrieg nämlich. Und wisst ihr, was danach kommt? Der erste von drei Teilen des gesamten Hörspiels zu Plotkrieg. Und danach, erst auf Platz 16, ist mein erstes Video, das kein Hörspiel ist, gelistet. Und das auch irgendwo damit verbunden, weil es vom guten Fragezeichen-Man damals, als er ein Spiel programmiert hat mit RPG Maker, in dem auch viel über die Valros Edition drinnen war. Und ich habe das Let's Play, davon die erste Folge war das. Ja, und dann gehen wir weiter zum nächsten. Tatsächlich wieder, aus meinem allerersten Let's Play kommt dann was. Dann ein Comic-Dub-Reupload vom Fragezeichen-Man. Und wisst ihr, was dann kommt? Sagt es mit mir zusammen. Das gesamte Hörspiel. Und zwar in diesem Fall das zweite von drei, der von Plotkrieg. Und danach das dritte von drei von Plotkrieg. Und dann Spezialepisode der Valros-Edition. Spezialepisode der Valros-Edition. Eine Folge Plotkrieg. Dann ist tatsächlich... Ach stimmt, das hatte ich vergessen. Ich habe ja gerade erzählt, wie das damals ursprünglich sein sollte mit der ersten Valros-Edition. Wie wir das zusammen aufgenommen haben. Ich habe ja irgendwann mal zu ein paar Abonnenten als Special, als Teil davon, Pokémon Mystery Dungeon Pizza Valros Edition oder so hochgeladen, was eine dieser originalen ersten Aufnahmen war. Und wenn wir dann noch ein bisschen weiter scrollen, sehen wir Valros Edition 1 Bonus Story, Valros Edition 1 erste Folge. Und das letzte komplette Hörspiel ist auch jetzt hier bei Platz paar und 20 mit die Wesen unseres Planeten, was halt kein Pokémon ist. Und wenn wir dann weiter scrollen, eine normale Hörspielfolge, eine normale Hörspielfolge, eine normale Hörspielfolge, eine normale Hörspielfolge, eine normale Hörspielfolge. Alles normale Hörspielfolgen. Vor allem sind hier auch 8 in Folge nur Plotkrieg. Plotkrieg kam zum Glück gut an, da war ich mir echt nicht sicher. Allgemein, ich scroll hier durch, es ist Plotkrieg, 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 ein paar andere Hörspiele hin und wieder, aber fast nur Plotkrieg tatsächlich. Okay, das war mir auch nicht so bewusst. Ah, und hier ist auch schon Valros Edition Staffel 2 drin. Aber ja, die ganze Lage kurz gefasst. Hörspiele sind definitiv das größte Ding auf meinem Channel und auch mit Abstand das, was am besten durchkommt, sag ich mal. Was soll ich groß sagen? Hörspiele gehen so unglaublich ab. Ach, hier hatte ich noch übersehen, Plotkrieg-Spezialepisode. Ich will jetzt einfach mal ein bisschen Revue passieren lassen. Ich öffne mal meine Playlists und möchte kurz über jedes Hörspiel, das ich gemacht habe, reden. Weil, warum nicht? You know? Ich muss nur kurz das öffnen und sicher gehen, dass ich die Hörspiele alle finde. Ist halt mit der Sortierung ein bisschen. Ah, warte, ich bin smart. Ich habe eine Playlist für all meine vorhandenen Hörspiele gemacht. Und zwar ist das Ganze sogar ein bisschen nach Lore sortiert. Wobei die Valros Edition 2 ja da noch drin fehlen, sehe ich gerade. Da kümmere ich mich gleich mal nebenbei drum. Sage der Flamme, gebe ich mal ein, während ich das nebenbei mache.
Und zwar meine kompletten Hörspiele. Es ist, wie gesagt, nach Lore sortiert, so viel es geht, weil Wesen unseres Planeten absolut nicht verbindbar ist. Plotkrieg auch nicht. Ja. Meine Hörspiele als allererstes in der Lore. Tatsächlich eher ein Nebenprojekt, wie ihr vermutlich wisst. Und zwar Pokémon Mystery Dungeon Never Alone. Was eine Geschichte war, die ich ursprünglich einfach nur gemacht habe, um mal was auf Englisch zu schreiben. Hier, die Playlist habe ich gerade kurz gesucht. Ich wollte einfach mal was Englisches schreiben. Irgendwie ist es dann letztlich dazu gekommen, dass sich das Ganze doch ein bisschen auch verbunden hat mit Dings. Warum kann ich nicht reden? Das Ganze hat sich dann irgendwann verbunden auch ein bisschen mit der Walross-Edition, was ursprünglich nicht geplant war, aber dann eben doch eingetreten ist. Und bei dem Hörspiel weiß ich ehrlich gesagt nicht viel, was ich sagen soll. Ich würde sagen, es war mein erstes, das tatsächlich auch ein bisschen düsterer war, wenn ich gerade überlege. Never Alone, wenn ich mich nicht ganz täusche, war ja zwischen der Walross-Edition 4 und 5, müsste es sein, ja. Man kann sagen, irgendwo ist die zweite Walross-Edition düster, aber die ist ehrlich gesagt aus heutiger Sicht einfach nur gottlos edgy. Und das war mein erstes Hörspiel, das tatsächlich auch ein bisschen düsterere Themen behandelt hat. Und wo ich mir echt verdammt viel Mühe für etwas gegeben habe, was ich seitdem nie wieder gemacht habe, wie ich gerade sehe, weil ich tatsächlich im gesamten Hörspiel alle Kapitel timestamped habe. Eigentlich könnte ich das machen. Warum mache ich das eigentlich nicht? Faulheit. Ihr seht, ich drifte nebenbei ab. Ich habe halt kein Skript oder sowas. Never Alone war schon ein bisschen was anderes zu schreiben. Ich habe das Ganze dann auf Deutsch ja auch nochmal ein bisschen verändert. Letztlich bin ich auch relativ zufrieden damit, wie das war. Was an dem Hörspiel ja auch besonders war, war, dass die Kapitel waren etwas weniger, aber dafür wirklich ziemlich lang teilweise. Ich habe hier gerade mal durchgescrollt, Kapitel 11 zum Beispiel ging schlicht und ergreifend eine halbe Stunde. Was ungefähr doppelt so lang ist wie mein Durchschnittskapitel, also ja. Letztlich war es doch ein Hörspiel, das ich recht genossen habe. Was ich halt leider nicht über die Handlung des Nachfolgers sagen kann, der in vielen Bereichen für mich doch ziemlich seltsam geworden ist, was auch der Grund ist, warum ich bisher den Nachfolger nicht auf Deutsch gemacht habe. Irgendwann werde ich es machen, gerade wo ich gesehen habe, wie gut das ganze Hörspiel letztlich angekommen ist. Aber wahrscheinlich eher als eine Art Pokémon Mystery Dungeon Never Alone 2.1, wo ich wirklich die Grundhandlung, da es ja auch Kanon schon lange ist, in der Walross-Edition übernehme, aber an sich ein bisschen umschreibe. Dann, was natürlich in der Lore kommt. Ja. Walross Edition 1. Was soll ich groß sagen? Aus heutiger Sicht natürlich ein beschissenes Hörspiel. Schreckliche Audio, schreckliches Voicing allgemein. Kein gutes Editing. Was kommt noch dazu? War natürlich verdammt kurz. Die gesamte Afterstory, die da drin war, ist der Albtraum für meinen Kanon und ich sehe sie auch schlicht und ergreifend nicht als Kanon an, weil sie allem widerspricht, was später kommt, vor allem da niemand Darkrai kannte, aber später in der Lore sich rausstellt, dass eigentlich schon mehrere Charaktere Darkrai hätten kennen müssen zu dem Punkt. Alles bisschen komisch. Und ich bin gerade ein bisschen verwirrt von meiner eigenen Ordnung, muss ich sagen, weil ich sehe gerade, dass Retterteam Feuerblüten als Spezialepisode danach dran ist in der Liste. Wobei ich gerade überlege, ich habe die Handlung davon ehrlich gesagt nicht mehr genau im Kopf, aber ich dachte von der Lore, das wäre gerade direkt vor der ersten Walross-Edition. Auf jeden Fall war es die erste Spezialepisode, die ich je geschrieben habe. Und zwar zwischen dem ersten und zweiten Teil habe ich sie geschrieben. Deswegen ist sie da wohl auch drin.
Stimmt, wahrscheinlich habe ich das gar nicht nach Lore sortiert. Es passt nur einfach mit der Lore-Sortierung an jeder Stelle außer dieser hier, weil ich halt nach Lore geschrieben habe. Was danach kam... Ich muss sagen, ich fühle gerade die Random-Musik. Irgendwie kriege ich nur Mystery Dungeon, was passt. Aber ja, was danach kam, war aus Edition 2 logischerweise. Wie ich gerade gesagt habe, aus heutiger Sicht. Einerseits hat sie schon in der Lore viel der Afterstory von der Valros Edition 1 widersprochen. Andererseits war sie unglaublich edgy. Ich fühle es bis heute edgy zu sein, aber das ist mir ein bisschen zu hoch. Das ist mir ein bisschen zu viel. Aber vor allem, was es auch wirklich begonnen hat, was natürlich aus heutiger Sicht ein Riesenschritt war. In der ersten Geschichte war Darkrai im Prinzip ein Non-Factor und der eine Auftritt, den er hatte, war schrecklich. Ab der Valros Edition 2 ist Darkrai zu einem relevanten Charakter der Handlung geworden. Und das Ganze lag ja auch irgendwo dran, dass ich ursprünglich die Valros Edition 1 geplant hatte, dann irgendwann beim Schreiben begonnen hatte zu denken, könnte ich vielleicht einen Nachfolger machen, aber dann schon während dem zweiten Teil im Prinzip begonnen habe, bis zu einem vierten Teil zu planen und mich dann entschieden habe, nee, wir machen nicht nur vier, die ersten drei waren da tatsächlich schon ziemlich so geplant, wie sie auch sind. Nur habe ich mich dann entschieden, endet es nicht nach dem vierten, sondern wir machen noch mehr bis zum sechsten und da endet es dann natürlich die Sage nur. Wie man heute weiß. Damals dachte ich mir auch, ich beende einfach die ganze Reihe, aber ja, Darkrai auf jeden Fall. Necrozma wurde da auch ein bisschen... Necrozma war ja eher so eine Gestalt, die vor allem in den ersten beiden Teilen große Relevanz hatte. Später nicht mehr so. Ja. Dann kam wirklich ein großer Schritt für mich, finde ich. Persönlich, Valros Edition 3 ist der Punkt, wo es so richtig aufwärts ging. Wenn ich mich nicht ganz täusche, war das der Punkt, wo ich zumindest begonnen habe, ein bisschen bessere Audio zu nutzen. Wobei mein heutiges Mikro, was ihr hier seht, hatte ich erst ab der Valros Edition 5, beziehungsweise ich weiß nicht, ob schon bei einer der Spezialepisoden davor. Das ist nicht unmöglich. Aber Valros Edition 3 hat irgendwie beim Schreiben einfach was geändert. Es war einfach... Ich kann es gar nicht beschreiben. Die Valros Edition 3 hat sich einfach anders angefühlt. Es hat sich einfach so locker angefühlt. Etwas, das ich vorher nicht hatte. Ich hatte vorher das Gefühl in meinen Hörspielen war, sie waren sehr kurz, weil es war Action, 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 edgy, edgy, edgy. Das war alles, was war. Und das war eine Geschichte, die hat sich Zeit für die Charaktere genommen, Charaktere vorgestellt. Nicht nur so düstere Handlungen gehabt, wobei natürlich auch viel Düsteres war, hatte dann auch ein sehr großes Finale. Es war so der Beginn von wirklich großen Finals in der Reihe. Und hat natürlich einfach einen Haufen neue Charaktere reingebracht und auch Darkrai nochmal neu. Aber natürlich das gesamte Team aus Bulbi, Eevee, Chelast, Seemobs, Shinux sind ja alles Charaktere, die erst in Teil 3 der Reihe hinzugekommen sind und die da alle ihre Hauptrolle hatten. Und natürlich, wie man auch weiß, jeder einzelne dieser Charaktere, außer vielleicht Seemobs, hat eine Riesenentwicklung im Rest der Hörspiele gemacht. Zwei von ihnen sind im Verlauf der Geschichte gestorben. Bulbi sowieso als Hauptcharakterin von Teil 3, von Spezialepisoden. Allgemein hat sehr viel durchgemacht. Eevee sowieso hat sich entwickelt. Ich will natürlich auch nicht alles spoilern, deswegen sage ich nicht so viel für Leute, die es noch nicht gesehen haben. Und was ich schon mal einfach grob andeuten kann. Als nächstes steht ja die Valros Edition Sage der Flamme 3 an. Stolz des Sternlichtes. Und wie ihr schon wisst, geht es in die Zweigwelt. Und ihr könnt euch auch schon denken, wir werden Charaktere wiedersehen.
die in der Walross Edition 1 vorkamen. Vor allem natürlich solche, die in der Walross Edition 3 eingefügt wurden. Es wird also zu Treffen zwischen neuen und alten Helden kommen. Wenn man alle der Neuen als Helden bezeichnen will, irgendwo kann man sich da ja tatsächlich streiten, was man auch noch mal mehr merken wird. Danach, solange du bei mir bist, eine sehr lange Spezialepisode einerseits, über eine Stunde lang. Und auch wenn Walross Edition 3 schon sehr begonnen hat, damit war es im Prinzip das erste Mal, dass ich tatsächlich begonnen habe, auch so eine Love Story zu schreiben, was heutzutage ja schon ziemliches Muster bei mir ist und auch was, das ich einfach persönlich sehr mag und auch lesen tue ich sowas sehr gerne. War einfach so eine Entwicklung, wo ich dann... Es war nicht so, dass ich vorher nicht wirklich so was gemocht habe. Ich habe mich vorher nicht getraut, das zu schreiben, eher so. Ich habe wirklich erst begonnen, Selbstbewusstsein in das, was ich schreiben will, zu entwickeln. Dann kam natürlich eine weitere große Geschichte. Walross Edition 4, Another Life. Mein für lange Zeit längstes Hörspiel. 9 Stunden 24 das gesamte Hörspiel. Und ich habe auch erst neulich im Urlaub die letzten 3 Walross Editionen der ersten Staffel nochmal gelesen und muss echt sagen, Teil 4 war echt schon was Besonderes irgendwo. Der erste Teil der Geschichte, jo, sehe ich persönlich nicht mehr so, aber der Abschnitt in der Menschenwelt war echt besonders. Und auch einige der Charaktere dort. Ich persönlich muss vielleicht echt sagen, Walross Edition 4 ist mein persönlicher Favorit aus der ersten Staffel. Wobei natürlich das Finale auch echt besonders ist. Danach waren 2 Spezialepisoden vor dem nächsten. Eine davon, weiß ich noch, war für Weihnachten speziell. Waren beide aber auch nur kurz. Insgesamt zusammen waren sie halb so lang wie die Spezialepisode davor. Und ja, das Ganze war vor allem wieder Scheinungsbulbi. Die waren ja in den Spezialepisoden, auch in der Spezialepisode 2 schon im Fokus. Allgemein, sie waren in 4 Spezialepisoden in Folge, waren sie der Fokus. Dann Walross Edition 5, in der es ehrlich gesagt viel wirklich mir darum ging, Charaktere ein bisschen hervorzuheben, die vorher sehr weggefallen sind. Weshalb Hydropi auch eine Hauptrolle bekommen hat und einen ziemlichen Charakterwandel. Ist natürlich trotzdem einer der unwichtigeren Charaktere, was recht klar ist. Aber ich bin trotzdem froh, das irgendwie gemacht zu haben. Latias hat auch eine Hauptrolle bekommen. Ihre Storyline auch persönlich in meinen Augen definitiv die bessere dort. Seemops hat eine Entwicklung bekommen, um irgendwie Relevanz zu haben. Das ist allerdings auch was Wichtiges irgendwo. In der Walross Edition 4 hat sich Eevee entwickelt, aber sie war ja schon von vornherein durch die besonderen Fähigkeiten, die ich ihr gegeben habe, besonders was Entwicklung sowas anging. Die Walross Edition 5 war das erste Pokémon-Hörspiel, in dem ich tatsächlich reguläre Entwicklung eingebaut habe. Was etwas ist, was eben, wie man merkt, auch häufiger geworden ist. Nach der Walross Edition 5 kam keine Spezialepisode, sondern das Finale. Wo natürlich viel los war. Und natürlich, Walross Edition 4 hatte ich vergessen zu erwähnen, mit einem riesigen Finale, mit so viel verschiedenen Wendungen. Und dann gab es die Walross Edition 6, wo die halbe Geschichte das Finale war. Und natürlich hat man viel über Darkrai vor allem und über Omegon herausgefunden. Wobei da später in einer Spezialepisode und natürlich sehr viel jetzt in der Walross Edition 2 noch ist. Aber vor allem hat sich zum ersten Mal das Gefühl bei den Zuschauern entwickelt. Vielleicht ist ja gar nicht Darkrai wirklich das Problem. Vielleicht ist Darkrai ja sogar nicht der Böse. Aber am Ende, das hat man ja auch bemerkt, es gab in dem Hörspiel
Ja, am Ende für die Zuschauer die Entscheidung. Wollen sie sich Darkrai oder eher zu dem Zeitpunkt Vyless anschließen? Oder wollen sie Omegon beistehen? Und ich weiß nicht, ob es eine einzige Person gab, die sich Omegon anschließen wollte. Aber der Gott der Manipulation, die Stimmen der Zuschauer haben nichts geändert und die Helden haben sich Omegon angeschlossen. Im Anschluss daran sind noch zwei Spezialepisoden gefolgt. Die vierte, die sich auf Bulbi und Shinnok fokussiert, indem sie die Vorgeschichte erzählt hat, Pokémon Mystery Dungeon Lullaby. Wobei sie natürlich auch ein bisschen Funkenherz aufgezeigt hat. Und die mit Abstand beste Spezialepisode, Darkrais Chroniken. Die Vorgeschichte Darkrais der Weltengeister und natürlich von Omegon. Was danach gefolgt ist, war natürlich auch ein interessanter Schritt. Die Wesen unseres Planeten. Mein, wie schon gesagt, was mich kein bisschen wundert, am wenigsten angeklicktes Hörspiel, weil es das eine war, das absolut keine Pokémon verwendet hat. Wobei natürlich, es sind Tiere, die Elemente verwenden, oh. Vielleicht wissen manche gar nicht die Geschichte, wieso ich überhaupt das geschrieben habe. Und zwar, ursprünglich die Planung und das Schreiben von die Wesen unseres Planeten hat sogar schon, ich weiß nicht mehr, ob sogar vor oder direkt nach dem Schreiben der Walross Edition 3 begonnen. Als mich nämlich jemand angeschrieben hat, der ein... ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall jemand, der irgendwie ein Programm für Hörspiele machen wollte. Oder allgemein so eine Podcast-Seite, wo auch Hörspiele drauf sind. Wo er mich immer angeschrieben hat, so unter Motto, ja, mein Sohn hört deine Hörspiele und ich wollte mich da eben mal in Kontakt setzen mit dir. Ehrlich gesagt weiß ich natürlich auch nicht 100%, wie seriös das Ganze war heutzutage, auch wenn ich mit ihm sogar telefoniert habe mit dem Mann. Also es klang jetzt nicht nach einem riesen Scam und es ist jetzt nicht so, als hätte ich bis heute irgendwie Folgen davon. Worauf es halt letztlich damals hinauslief war, an sich wäre natürlich cool, wenn das ginge, aber da meine ganzen Hörspiele Pokémon sind, könnte man sowas nicht umsetzen. Deswegen habe ich dann irgendwann mal begonnen zu planen, wie schreibe ich eigentlich ein Hörspiel ohne Pokémon? Aus dem ganzen Ding mit dieser Seite, wie ich gerade erzählt habe, ist natürlich nichts geworden. Zumindest nicht so, dass ich beteiligt war. Aber ich hatte halt eine Idee für ein Hörspiel ohne Pokémon, das ich auch begonnen habe zu schreiben. Irgendwann einfach aufgehört. Nach der Walross Edition 4, glaube ich, habe ich nochmal begonnen zu schreiben. Irgendwann aufgehört. Und nach der Walross Edition 6 habe ich die Wesen unseres Planeten mal fertig geschrieben. Und ja, was danach geschehen ist, ist vermutlich der größte Schritt meiner Hörspiele, abgesehen davon, sie überhaupt zu beginnen. Pokémon Mystery Dungeon Plotkrieg. Und ich sehe gerade auch, ich habe nur eine Plotkrieg-Spezialepisode drinnen in der Playlist aller vollendeten Hörspiele, was interessant ist. Aber ja, wie gesagt, Plotkrieg. Ich habe gerade ja gesagt, mein längstes Hörspiel zu dem Zeitpunkt, die Walross Edition 4, 9 Stunden Rohmaterial. Und diese 9 Stunden sind heutzutage nichts mehr. Plotkrieg war lang genug, dass ich das gesamte Hörspiel in 3 Videos teilen musste. Weil das 21... Nee, ich kann nicht rechnen. Obwohl, 6,5 zweimal plus 7,5. Das sind fast 21 Stunden an Hörspielmaterial. Und trotzdem... Während ich bei anderen Geschichten, wie der Walross Edition 5, teilweise das Gefühl hatte, ich strecke ein bisschen, kann das sein?
Plotkrieg ging so lang und trotzdem hat es sich für mich nie angefühlt, als würde ich irgendwie was groß hinausstrecken oder so. Ich hatte einfach diese ganzen Ideen. Ich hatte einfach die ganzen Ideen und wollte mal eine Mystery Dungeon Fanfiction komplett außerhalb der Walross-Edition schreiben. Wie viele wissen, eine große Inspiration für das Ganze war eine Fanfiction, die ich selber gelesen habe. Und zwar Pokémon Mystery Dungeon Guiding Light auf fanfiction.net. Und letztlich hat sich aus Plotkrieg so unglaublich viel entwickelt und auch wirklich, ich bin extrem stolz auf das originale Plotkrieg-Hörspiel. Die Spezialepisoden sind alle echt gut geworden. Im Moment läuft ja noch ein anderer Plotkrieg, was auch definitiv ein sehr interessantes Projekt für mich ist und auch eins, mit dem ich sehr zufrieden bin. Und ich hau einfach mal so raus. Man kann sich's vielleicht denken, eine Walross Edition 2 ist klar, aber ein Plotkrieg 2 ist auch definitiv sehr möglich. Es ist definitiv sehr möglich. Ich hab auf jeden Fall die Ideen, um noch einen Plotkrieg zu schreiben. Und allgemein, es war einfach was anderes. Es war im Prinzip ein Hörspiel, das freier war als die Walross-Edition, weil ich was komplett Neues von Grund auf erschaffen konnte. Und wirklich mit Dingen arbeiten konnte, die ich... Ich konnte einfach alles neu erfinden, sozusagen. Das war etwas, was ich so lange nicht wirklich hatte. Auch bei die Wesen unseres Planeten, wo man es vielleicht denken könnte, nicht? Weil meine Idee wirklich da war, was man vielleicht auch an der Handlung merkt, im Prinzip die Walross Edition 3 ohne Pokémon. Und mit bisschen anderer Handlung natürlich. Aber ja, Plotkrieg war wirklich was anderes. Und was bis heute wirklich das ist, wo ich am frohsten drüber bin bei Plotkrieg. Natürlich gibt es Side-Character, die nicht viel ausmachen, aber Plotkrieg hat in meinen Augen zumindest keinen Charakter wie so ein Hydropie oder Seemops in der Walross-Edition, der so ein Wannabe-Main-Character ist, aber dann eigentlich keine Charakterentwicklung hat, nichts an sich hat, einfach nichts Besonderes ist. Während Plotkrieg Mashadow bzw. Polar im anderen Plotkrieg dann. Der hat einiges und eine Charakterentwicklung. Aurora sowieso, Kel vor allem. Epsilon, einer meiner vielleicht mein Lieblingscharakter von allen, die ich bisher geschrieben habe. Dann gibt's selbst so ein Endynalos, der eigentlich eher wirkt wie so ein Nebencharakter, hatte einiges. Amagaga, auch so ein Charakter, der basic wirkt, aber... Amagaga ist super zu schreiben, auf jeden Fall. So ein Seraoram hatte eine Charakterentwicklung. Monagoras hatte eine Charakterentwicklung. Elementara hatte natürlich einiges. Selbst Darkrai, wirklich jeder Charakter, der irgendeine größere Relevanz hatte. Außer ich habe einen vergessen, weil er nicht relevant genug war, der eigentlich eine Hauptrolle sein sollte. Also, ich habe nicht alle Hauptrollen aufgezählt, sag ich mal. Sowas wie den Autor habe ich jetzt weggelassen, aber... Allgemein war Plotkrieg einfach ein Riesenhörspiel, das sich über den ganzen Weg gut angefühlt hat zu machen und zu schreiben. Ein großes Finale wieder. Ich habe auch wirklich versucht, teilweise Erwartungen zu umgehen. Das ganze Konzept von Plotkrieg, wie man vielleicht bemerkt hat, ist ja auch so ein bisschen auf der Meta-Ebene. Das wirklich Plot, das Ganze ist eine Geschichte und will eine Geschichte sein, was man ja auch am Konzept die Plot-Armor, was ja schon ein Wortwitz in sich ist, weil, muss ich denke ich nicht erklären, der Autor als Charakter und Konzept, Epsilon wirklich als einfach nur ein Antagonist, der im Prinzip von der Geschichte gedacht ist, nur Scheiße zu machen.
aber gleichzeitig die Charaktere auch so weit unterstützt, dass halt die Geschichte geschehen kann. Plotkrieg war echt was Besonderes für mich. Und auch die Charaktere eben. Ich bin wirklich echt zufrieden mit dem Ganzen, wie das war. Und blicke auch immer noch sehr gerne drauf zurück. Und wie man merkt, nutze ich die Charaktere auch sehr, sehr gerne noch. Später dann, was im Haupthörspiel nicht so sehr erwähnt wurde. Bisschen schon, ja. Aber war Epolyxus, der natürlich, wie man bemerkt hat, in jeder einzelnen Plotkrieg-Spezialepisode hatte Epolyxus eine Rolle. Im wahren Finale war er eher so ein Werkzeug, was benutzt wurde. Dann gab es die falsche Entscheidung, wo er natürlich eine sehr große Rolle hatte, vor allem sehr viel Lore bekommen hat. Die Erklärung, was ist ein Epolyxus? Und über das schlechte Ende müssen wir nicht reden. Da war er ja ganz groß. Und das schlechte Ende hat noch ein Non-Canon-Sequel in ein anderer Plotkrieg generiert, in der, natürlich, wer jetzt nicht ganz up-to-date ist, mal kurz weghören, in der Epolyxus jetzt natürlich auch gerade als Main-Antagonist sich offenbart hat und selber eine große Rolle spielt und natürlich in den letzten paar Folgen eine riesige Rolle spielen wird. Also ja, Plotkrieg echt was Massives. Und womit ich jetzt abschließen möchte, dieses Video, in dem ich einfach ein bisschen über Hörspiele geredet habe, ein Ausblick, was so kommt. Natürlich kommt als allerhöchste Priorität Walross Edition Sage der Flamme. Ist ja schon lange bekannt. Es wird 6 Geschichten haben. Wieder 2 sind erst draußen. Die dritte ist schon lange fertig geschrieben. Die vierte sitze ich gerade am letzten Kapitel am Schreiben. Nach der vierten habe ich vor, wieder eine Pause von der Walross Edition Staffel 2 zu machen. In dieser habe ich vor, ich weiß nicht, wie viel ich davon sagen möchte. Auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr anderes Hörspiel zu machen, das aber auch seine Lore-Verbindung mit dem gesamten Walross-Editionskanon hat. Ich werde mal noch nicht mehr sagen. Auf jeden Fall wird es ein wieder relativ anderes Hörspiel, denke ich. Und danach natürlich Teil 5 und 6 der Walross Edition 2. Und ich kann euch sagen, bisher ist die Geschichte, sind die Geschichten, das ist auch eine Sache, die ich meinte mit Plotkrieg, wo ich so viel Freiheit hatte. Das merke ich so ein bisschen an der Walross Edition 2, also die Staffel 2. Da fühle ich mich teilweise ein bisschen bedrückt davon, dass ich wieder mit den gegebenen Welten und Charakteren arbeiten muss. Ich habe auch bemerkt, im dritten, wo ich wieder meine eigene Welt hatte, da lief es besser. Und in der vierten habe ich ziemlich viel Erfolg damit gefunden, die Welt zu erweitern, die gegeben wurde. Weil es ist, denke ich, klar im Moment schon. Die Walross Edition 2 reist durch die Welten aller Pokémon Mystery Dungeon Videospiele. Und damit durch alle Weltenbäume. Und Teil 6. Ich habe... Ich sag's mal so. Das Finale, das für diese Story geplant ist, für diese große 2-Staffel-Geschichte. Also, das wird definitiv das Ende der Walross Edition 6 so in den Schatten stellen. Es wird so unglaublich. Vielleicht. Es ist nicht möglich für euch zu wissen, warum ich auf einmal leise geworden bin. Ich finde nur das Timing sehr toll, dass jetzt diese Sonic-Musik beginnt, weil das ist die Sonic-Musik, die definitiv in Contention für den allerletzten Bosskampf der Walross-Edition Staffel 2 steht. Deswegen schönes Timing. Ja. Aber das Finale wird riesig. Darauf könnt ihr euch definitiv gefasst machen. Und ich habe sehr viel Bock, das zu schreiben. Auch allgemein, Walross Edition 4 lief jetzt schon sehr gut. Walross Edition 5 habe ich so viele Ideen schon. 6 gleich nochmal mehr. Also
Das war wirklich so ein Ding an der Walross Edition Staffel 2. Gefühlt, je weiter in der Staffel ich komme, desto mehr Ideen hatte ich von Anfang an. Allgemein beginne ich sehr oft meine Geschichten ein bisschen von hinten raus zu planen. Die einzige Ausnahme war da Plotkrieg, wobei es auch ein bisschen so war. Da war aber eher, woraus ich geplant habe, dieses Fake-Finale, sag ich mal, mit dem Epsilon-Battle nach dem Königsliga, nach dem Champion-Duell, dem ersten. Das war so ein bisschen, woraus ich geplant hatte, weil ich von vornherein wollte, dass Erwartungen eben übergangen werden und die Protagonisten das Duell um die Rüstung verlieren und einfach dann der Antagonist kommt, sagt, ich hab keinen Bock mehr, wir machen jetzt das Finale. Wobei es natürlich nicht das Finale war letztlich. Aber ja, das... Ja, was soll ich sagen? Und das sage ich nicht, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll, sondern weil ich vergessen habe, was ich gerade gesagt habe. Mein Kurzzeitgedächtnis beim Reden ist manchmal sehr toll. Ja, im Groben und Ganzen, ich habe auch schon Ideen für das, was nach der Walross-Edition Staffel 2 kommt. Wie gesagt, ein Plotkrieg-Nachfolger steht definitiv in Frage. Es ist definitiv möglich, dass ich sowas mache. Ein Wesen des unseres Planeten-Nachfolger hatte ich auch schon mal Ideen zu. Never Alone 2 oder 2.1, wie ich vorhin gesagt habe. Natürlich durchaus eine Option. Natürlich ist es auch immer eine Option, einfach was ganz Neues anzufangen. Ist ja klar. Und ja, ich glaube, damit bin ich fertig. Ich habe jetzt wieder 50 Minuten durchgeredet. Vielleicht hört sich das keiner an, aber das letzte Mal, als ich das gedacht habe, war vor 5 Jahren. Und dass ich es trotzdem hochgeladen habe, war vielleicht die beste Entscheidung meines Lebens. Weil wirklich, ich weiß nicht, was ich für ein Mensch wäre. Oh, dieses Hörspiel schreiben, dieses Hörspiel aufnehmen, diesen ganzen Kanal führen. Es ist wirklich so geil, ich habe so viel Spaß daran, das Ganze zu machen. Ich kann mir auch im Moment echt nicht vorstellen, irgendwann mal aufzuhören damit. Und wenn mein Leben unglaublich stressig wird, wenn ich irgendwie wann Lehrer bin, wie ich geplant habe, und gefühlt keine Zeit mehr habe, selbst wenn ich nur noch eine Viertelstunde die Woche schreiben könnte, ich schreibe weiter, ich mache die Hörspiele, und wenn ich für ein Hörspiel Jahre brauche... Ich kann mir einfach nicht vorstellen, aufzuhören. Sage ich, wie es ist. Und an euch alle, die mich dabei natürlich begleitet haben und das Ganze noch einmal motivierender gemacht haben, weil ich weiß, dass Leute tatsächlich das hören wollen, sich dafür begeistern. Danke an alle, die dazugucken. Und auf viele weitere tolle Hörspiele. Danke.